In der 21. Session fahren wir dieses Mal und schon wieder unter dem Motto Lünkes in der Schennewitz, Mittwochsforum mit der Fitz. Ich kann noch was sagen. Nein! Also im Keller ist schon jemand. So, es sind alle wieder da, alle wieder an Bord und einige neue sind auch dabei, da freuen wir uns besonders drüber. Und dann wünschen wir uns auch eine gute neue Session wieder, dass wieder alles gut geht. Mörgen ist wieder mit uns. Ja. Was willen wir mehr? Ja. Und außerdem haben wir heute noch das Hochpeter. Besondere Grüße möchte ich ausrichten von Wolfgang. Also wir sollten als Gruppe immer zusammenbleiben, auch bis zum Schluss. Ja. Wenn wir jetzt in Pfalzdorf sind und die Pfalzdorfer fahren rechts ab, da haben wir natürlich nichts gegen, dann ist klar. Die sagen uns dann Bescheid. Denn wer sich von der Gruppe entfernt, gehört nicht mehr dazu. Also wir fahren gleich durch bis Keppeln, machen dort eine kleine Pause und dann fahren wir nach Kalka, da können wir etwas länger bleiben. Und dann fahren wir nach Oswiesli. Also entgegen der sonstigen Geflogenheit fahren wir also nicht die Runde um Goch, aber die vergessen wir nicht, die holen wir in Kürze nach. Ja. Dann haben wir also unseren Leiter der Kulturbühne, den Hermann Josef Kleinen, der möchte uns gleich auf den Weg schicken. Und wir freuen uns, Hermann Josef, dass es dir gelungen ist, uns die neuen Westen zur Verfügung zu stellen. Die sollen euch jetzt alle begleiten. Wetter ist gut, die Anzahl der Teilnehmer ist auch gut, wird von Jahr zu Jahr immer größer. Spricht dafür, dass Rudi immer einen guten Plan, ein schönes Ziel hat. Ich habe gerade gehört, es gibt ein neues Bauerncafé, das will Rudi noch auskundschaften. Großes Stück Kuchen, noch größeren Kaffee, das ist immer so die wichtigste Voraussetzung. Ja, wir haben gesagt, beim ersten Mal gibt es auch so von der Tradition her immer so ein bisschen Verpflegung mit. Oben besteht für jeden ein Apfel für die Gesundheit und ein Wasser für das Austrocknen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Kommen Sie gesund wieder und eine erfolgreiche Saison. Und ich gebe Rudi stellvertretend für alle die Hand. Danke. Alles Gute.
Tschüss.